Ach, du Sau. Das ist voll gruselig. Okay. Maria, grüß dich. Ja, grüß dich. Ich hab mir heute früh beim Frühstück auf die Zunge gebissen, ne? Und ich sehe unter der Maske sehe ich schlimmer aus als mit der Maske. Deswegen habe ich lieber die Maske aufgesetzt. Um Gottes Willen. Aber ich habe mir wirklich so auf die Zunge gebissen, das hat geblutet. Ich sah aus wie... Alles runtergelaufen. Ja, und da dachte ich mir, dann setz lieber die Maske auf, sieht besser aus. So, du kleiner Teufel. Okay, alles klar, warte, ganz kurz, ich habe auch was für dich. Sieht man das? Also du siehst ja auch so schick aus, aber jetzt siehst du ja noch schicker aus. Noch schicker? Okay, dann lass ich das jetzt auf. Liebe Freunde, schön, dass ihr wieder mal dabei seid. Heute mit Maria und unserer netten Prüferin im Übrigen immer sagen, dass ganz die gut nett, aussieht, ja, ne? Und dass die gut riecht und so wegen der gut Prüfung. Aus, ja. Ja, nicht zu mir, zu ihr, sondern Frau Prüferin, sie sehen aber gut aus. Okay, wir testen heute, ob du nochmal die Führerscheinprüfung bestehen würdest. Läuft ab wie eine normale Prüfung auch. Das heißt, ich sage dir den Weg an, links, rechts. Wenn ich nicht, sage ich jetzt immer geradeaus. Was, da scheitert schon wieder links, rechts? Echt? Das ist Links-Rechts-Schwäche? Ja. Aber du arbeitest an der Fahrschule. Also das können wir schon mal verraten, dass du bei uns arbeitest. Ja. Also so von alleine weiß ich das auch, wenn mir das einer sagt. Naja, wir werden es sehen. Wir werden es testen. Und bist du aufgeregt oder ein bisschen? Also ich greife schon ein, wenn du jetzt irgendwie rechts vor links bei Rot oder der Fußgänger oder irgendwie in der Straßenbahn wir uns verhättern, würde ich schon eingreifen. Okay, das ist gut. Guckst du mal hier nach rechts? Warum? Was machst du jetzt? Anhalten. Warum hast du hier nicht rechts geguckt? Hab ich doch. Musst du aber nicht. Ah, das heißt, wenn da jemand kommt, fährst du im Gegenteil. Ja, das stimmt. Oh la la. Ja. Also mit dir ist ja wirklich was los. Wollen wir mal noch einen Test machen, Frau Prüferin? Ein Hubtest. Ist das hier der Schalter? Ach so, nee, machen Sie mal die Zündung an, Frau Maria. Hm? Warte, das muss nicht gehen. Ach so. Das war das Auto, wo es nicht ging. Na super. Ein schönes Ding. Hat überhaupt Motor drin. Also nichts mit eingreifen. Dann würde ich sagen, auf geht's. Wir starten die Prüfung. Guck mal, hier rechts hast du 4 Meter Platz und links hast du 10 Zentimeter. Passt. Ja, selbst der Jonas guckt jetzt schon. Ja, nein, der Jonas hat einen Daumen nach oben gemacht. Okay, super. Nee, jetzt bist du ja auch vorbei. Da würdest du einen Daumen auch nach oben machen. So, jetzt warte ich auf Anweisung. Warum? Warum wartest du denn auf Anweisung? So, du bist ja voll die Granate, dass du gleich schon, du bist ja schon hier durchgefallen und noch keine 5 Meter gefahren. Ach, das ist eine Einbahnstraße. Geht ja gar nicht anders. Ja, das sieht, woran erkennt man das? Einbahnstraße? Wenn ich jetzt von hier aus losfahren würde, doch sehe ich anhand der parkenden Autos. Genau, wollte ich gerade sagen. Ne? Und der Fußgänger, was machst du denn jetzt? Ich habe gar nichts gemacht. Nee, dann warum hupt denn das dann? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich hoffe, nächste nach rechts. Ach so, so rum willst du fahren heute. Warum hast du hier nicht rechts geguckt? Hab ich doch. Musst du aber nicht. Warum guckst du denn da? Es war ein Parkplatz. Und blinken ist heute später, oder? Ich habe mein Auto angeguckt. Ach, du hast dein Auto angeguckt. Aber so ansonsten, so mit den Schalten vorher. Was ist denn mit der Einhändigen? Bist du einhändig so, Bandit? Ja. Gott, ich bin das gar nicht mehr gewohnt mit zwei. Aber ich finde, du machst das bis jetzt ganz gut. Ja, wunderbar. Bin zweimal durchgefallen. Ema, bei rechts, was machst du jetzt? Anhalten. Super. Haben wir eigentlich das Dachschild drauf? Ja. Grüß dich. Ja, na, grüß dich, fahr nur mal weiter. Weil grüß dich ist sonst, ansonsten kann er mich nicht mehr leiden. So, er wird mir dann heute, auf alle Fälle schreibt der mir heute, hast du Fahrstunde gegeben. Oh la la. Ja. Also mit dir ist ja wirklich was los. Ich habe schon. Siehst du? Was haben Sie gesagt, Frau Prüferin? Nach links, bitte. Okay, dann Blinker, machen wir einen Blinker links. Konzentrieren wir uns, nicht auf den Hund gucken. Hier kommt was. Da kommt was. Der hat natürlich jetzt hier einen Zong. Aber der will ja auch rein. Aber dann fahren wir. Okay, dann fahren. Ja, gut, oder? Wie ist jetzt aufzulösen, ne? Geht ja nicht anders. Ging nicht anders, ne? Ist ein bisschen wie in Italien oder Ägypten. So, Maria, wollen wir mal gucken, ob du jetzt das gut machst? Also hier wärst du schon durchgefallen. Warum? Guckst du mal hier nach rechts? Schulterblick. So, Straßenbahn. Wo wollen wir hin? Nach links oder weiter. Was ist denn, wenn die Ampel kaputt ist? Nach links. Wir hatten schon mal hier bei den, also die ganzen Mitarbeiter haben totale Straßenbahnprobleme. Wirklich. Also einmal hier bis hinter, ne? Einmal durch. Ja. Na, und was hast du gesagt? Links, also. Hat sie gesagt oder hast du es gesagt? Nee, nennt sie gesagt. Ach, du duzt mir die Prüferin. Ach so, nein, sie natürlich. Das ist die Brady, Frau Brady. Frau Brady. Frau Brad. Jetzt mal ganz ernsthaft, wir sind jetzt hier, das war richtig gefährlich. Mhm. Guckst du da nicht, machst du da nicht nochmal einen Schulterblick? Bei der Straßenbahn? Ah, nee. Ist da ist eine Ampel, die ja eigentlich dann blinkt. Aha. Aber ich habe das ja, während ich vorne schon rausgefahren bin,
Also habe ich ja schon geguckt, ob da eine Straßenbahn unterwegs ist. Hast du nicht, weil du warst so abgelenkt von den rechts vor links, zu dem du reingeguckt hast, obwohl du da gar nicht hättest reingucken müssen. Wo du gesagt hast, jetzt gucke ich mal auf mein Auto, dabei stand dein Auto gar nicht dort. Das war ein Kollege von uns. Grüß ich du. Muss mich konzentrieren jetzt. Grüß du. Ja, aber jetzt nicht was, während der Prüfung. Was muss man hier machen? Was muss man hier beachten? Ach, Schulterblick. Schulterblick beim Abbiegen. Und was hättest du noch achten müssen? Das war ein grüner Pfeil. Wenn rot gewesen wäre, hätte ich 3 Sekunden vorher stehen bleiben müssen und dann hätte ich erst fahren dürfen beim grünen Pfeil. Okay, und was hast du gemacht? Es ist grün geworden, ich bin einfach gefahren. Und warum erwähnst du es dann? Ich dachte, das war deine Frage wegen dem Blechpfeil. Nö, ich wollte nur mal gucken, ob du noch. Und sag mir mal kurz, was machst du eigentlich bei uns in der Fischer Academy? Nicht, dass ich das nicht mitgekriegt habe, aber für die Community sollte ich das fragen. Ich bin zuständig für den Pkw-Kompaktbereich, also für den Pkw in 7 Tagen. Mhm. Genau, eigentlich von der Anmeldung, für die Organisation, die Beantragung. Ist das kompliziert manchmal? Ja, schon. Also die Beantragung bei den ganzen Führerscheinstellen, meinst du, oder? Ja, rechts dann bitte. Ja, das ist so das Schwierige. Also sag mal, mit unserer Führerscheinstelle funktioniert das ja zum Glück eigentlich echt gut. Die sind super. Das ist gutes Zusammenarbeiten. Die müssen wir mal loben an der Stelle. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch echt eine super Zusammenarbeit. Das macht einfach Spaß, weil ja jeder hilft den anderen. Normalerweise ist ja Verwaltung, ist ja immer, niemand will mit Verwaltung was zu tun haben. Ja. Aber die sind wirklich gut. Ja, also die melden sich auch von alleine, wenn irgendwas ist. Also wenn ihnen irgendwas auffällt, dann rufen die mich an und sagen, hier haut irgendwas nicht hin. Also wenn du jetzt zum Beispiel so, es kann ja nicht jeder zu uns kommen, ne? Ins Fahrschulinternat, oder? Mhm. Du prüfst das ja, wenn sich jemand vorher, das ist ja ein Fragenkomplex, den der Schüler vorher ausfüllen muss und dann rufst du die alle nochmal an. Genau. Um im Einzelgespräch herauszufinden, spricht er überhaupt Deutsch? Genau. Ja, wenn er das nicht kann, braucht er 7 Tagen, wird er es nicht schaffen. Richtig, also ich frage ja dann nach dem B2-Sprachzertifikat. Also es sind ja einige, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Ja. Was aber an sich nicht so schlimm ist, ne? Viele sind ja trotzdem in Deutschland geboren. Und wenn die gut Deutsch können und den Theorieunterricht folgen können, dann können sie auch mitmachen. Genau, richtig. Aber wenn sie nichts verstehen, schon beim Telefon. Wenn ich manchmal am Telefon ein bisschen Zweifel habe, dann frage ich dann doch mal nach einem B2-Sprachzertifikat und meistens, die man dann am Telefon nicht gut versteht, haben es dann auch einfach nicht. Ja, okay, gut, den können wir dann auch nicht aufnehmen, aber dann gibt es aber auch noch mal so ein paar Einschränkungen, die auch noch zu beachten sind. Zum Beispiel, was hast du noch so für. Was ich noch gucke, sind diese Lese-Rechtschreibschwäche. Hast du da ein Gefühl, wie viel Prozent das sind? Das ist ja etwas, was ja eigentlich in unserer deutschen Kultur normalerweise gar nicht vorkommen sollte. Ich muss erst mal auf Anweisung kurz hören. Geradeaus? Nee, sie hört was die ist Prüferin. Die Prüferin hört selber gespannt zu, weil sie es selber gerne wissen wollte. Also es ist tatsächlich schon relativ oft. Ich frage natürlich dann, in welchem Umfang, wenn jetzt jemand sagt, ich habe jetzt eine Probleme mit einer Groß- und Kleinschreibung oder mit der Rechtschreibung, wo ich sage, ja, ob er jetzt Bremse mit P oder mit B schreibt, ist ja jetzt nicht relevant. Ne? Wichtig ist, dass der gut lesen kann, dass es ein gutes Verständnis hat. Hm. Ob da jetzt das Groß oder Klein geschrieben wird oder ob da jetzt ein Rechtschreibfehler drin ist, ist jetzt nicht so schlimm. Aber wenn die schon wirklich sagen, ich habe eine Lernschwäche, mir fällt das Lesen schwer, dann rate ich dem einfach schon ab, weil das einfach auch gezeigt hat, dass die Leute dann einfach nicht bestehen. Und das Geld wollen wir ja auch nicht haben. Ne? Das ist es ja. Das sage ich dann auch mal. Ich sage, es ist viel, viel Geld. Spart euch das, besucht eine Fahrschule, wo ihr es ganz entspannt in ein paar Monaten macht, wo euch nichts stresst sozusagen. Und eigentlich nehmen das diejenigen dann auch an. Also die Banken bedanken sich dann eigentlich auch für die Ehrlichkeit, dass wir das so einschätzen, dass wir dann wirklich raten, geh lieber eine normale Fahrschule. Also wenn du jetzt, also nach die rechts, Anmeldung, bitte. Nach rechts meint sie. Mhm. Ich finde, dass du also immer relativ spät blinkst. Okay. Also ist nur ein kleiner Hinweis an dich. Ich würde jetzt keine Abmahnung mit sich bringen. Also musst du keine Angst haben. Okay, Gott sei Dank. Hast du eigentlich schon mal eine Abmahnung gekriegt? Nee. Und früher in deinen alten Betrieben? Also ich muss sagen, in so vielen Betrieben habe ich ja eigentlich auch noch jetzt gar nicht... Jetzt nach rechts und dann gleich nach links. Oh, das ist gefährlich jetzt hier. Jetzt Frau Prüferin will uns aber auch hier ganz schön... Hier ist noch ein schöner Bäcker. Und dann gleich wieder rechts. Nee, links. Links, okay. Also in so vielen Betrieben hast du noch nicht gearbeitet? Nein, also ich habe in Gera gelernt. Du bist Generation? Also ich bin gelernte Kauffrau für Bürokommunikation. Okay. Du bist Generation? Generation Büro, Kommunikation. Nee, Generation Z bist du, glaube ich. Okay? Also geboren, wollen wir nicht verraten, oder? Verraten wir es trotzdem. Ich bin 93 geboren. Also ich finde, mit der Kupplung arbeitest du gut.
Man sieht, dass du schaltaffin bist. Aber die Vorprüferin wird das Ergebnis noch hart mitteilen. Ja, aber das ist gar kein Problem. Also, da kann ich ja jetzt nicht rein. Doch, vorne noch? Hier kann ich rein. Gut. Das ist sozusagen, das ist jetzt die grinsende Tomate, genau, die wir sehen. Ja? Genau. Er darf natürlich reinfahren, weil es fahrradfahrerfrei ist. Am Ende der Straße nach links. Okay. Und hast du auch im Team einen Lieblingskollegen? Im Team? Außer mich jetzt, also bei uns. Also was heißt Lieblingskollege? Also ich sag mal, ich habe im Alltag natürlich viel mit der Janine zu tun, aber eigentlich mit allen. Also es gibt da jetzt gar nicht dieses... Das sieht man aber auch echt nicht gut, du. Man sieht eigentlich so gut wie gar nichts. Nee. Aber heute kam niemand. Ja, also hast du keine... Also wir machen ja auch viel privat alle so zusammen. Also gut, ich sag mal, dadurch, dass ich Janine ja nur viel fahre, ne, haben wir außerhalb der Arbeitszeit noch ein bisschen Zeit zusammen, wo sagt man, geht mal noch zusammen was einkaufen oder... Aber die Janine mit ihrem Auto, die Janine ist ja jemand, der müsste mal noch Auto fahren, ja, oder? Ja. Hast du jetzt gesagt rechts? Haben Sie ja gesagt rechts? Ja, rechts. Vielleicht könntest du das ihr ja beibringen. Also sie ist ja schon gewillt, sie hat ja jetzt, ich weiß gar nicht, naja, ob ich das jetzt alles so sagen kann, aber ihr Vater ist jetzt bei so einer chinesischen Heilkunst. Ich glaube, der sitzt auch im Weida. Okay. Und der... ich kenne nur ein chinesisches Restaurant, da geht er hin. Der bearbeitet auch so Traumata und irgendwie ein Arbeitskollege von der Janine, ihrer Mama, hat dasselbe Problem, also kriegt auch so ein bisschen Panikattacken beim Autofahren und war jetzt dort und hat gesagt, also weiß nicht, was er gemacht hat, auf jeden Fall wird es jetzt wohl funktionieren. Okay. Und da willst du wohl jetzt mal ran. Also das ist im Übrigen ein Thema, liebe Freunde, schreibt doch mal rein in die Kommentare, ob ihr sowas kennt, Panikattacken beim Autofahren, zum Beispiel auf Autobahn gibt es sowas, ja, da gibt es wirklich, also ein großer Prozentsatz an Autofahrern. Man hat mal gesagt, 8% der aller Autofahrer haben Panikattacken, kriegen die auf der Autobahn. Aber ich muss sagen, ich... Du nicht. Doch. Also auch. Ich musste damals in der Fahrschule auch noch mal extra Fahrstunden für Autobahn nehmen. Mhm. Bin es jahrelang nie gefahren durch, damals mein... Da bist du nach der Prüfung noch mal hin, oder was? Nee, während der... Ach so, also während meine der Ausbildung. Fahrstunden für Autobahn wären eigentlich schon erledigt gewesen, aber er hat halt meine Unsicherheit gespürt und da musste ich noch mal extra Fahrstunden nehmen. Hab mich jahrelang gedrückt vor Autobahn. Links. Beziehungsweise habe es dann mein Ex-Freund damals immer fahren lassen. Das hat ja immer so typisch, so der Mann fährt halt. Und wo ich dann jetzt alleine war, war ich ja dann gezwungen. Und da bin ich tatsächlich dann das erste Mal alleine überhaupt Autobahn gefahren und bin letztes Jahr bis nach Italien und zurückgefahren. Toll. Und seitdem macht mir Autobahn gar nichts mehr. Okay, also ist die Therapie sozusagen... Einfach mal machen. Und das ist ja auch der Tipp an unsere ganzen Fahrschüler, wenn sie ihre praktische Prüfung bestanden haben, genau, danach weiter üben. So, einfach. Die gehen bei Rot über die Ampel, so, Freunde, und dann rennst du weg und dann lässt deine Freundin stehen. Ja, gell? Das kann ich ja vielleicht leiden. So, hier blinkt es so noch, aber es ist schon rot. Genau, ja, also einfach mal machen. Dann nach rechts. Ja, erzähl nochmal. Und dann? Ja, weil ich es einfach gemacht habe und seitdem fahre ich jetzt, also gerne. Also ist jetzt nicht mehr, klar, ich bin schon konzentrierter. Respekt, aber ist jetzt nicht mehr, dass ich richtig schwitze. Ja, klar. Richtig schwitzige Hände kriege oder so. Ich habe halt immer nur so ein bisschen Angst. Hm. Ich sag mal, die Dummheit von den anderen. Ne? Also gerade bei Höhen, bei Guck mal hier, wunderbar, also ganz wunderbar. Hier fallen viele Schüler durch. Ja, nee, das Kreuz, das Kreuz, genau. Auf der rechten Seite ein weißes Auto. Mhm. Da wollen wir dann rückwärts dahinter ein. Das liebe ich ja. Hinter dem Weißen hier? Ja, also daneben stellen und dann rückwärts ein. Okay, ja. Schönen Dank. Okay, gut. Bist du eine gute Einparkerin, oder? Also ich muss sagen, ich park halt nach Gefühl ein. Ne? Also ich muss sagen, ich bin da jetzt nicht so der... Ja, wollen wir gucken, was so dein Gefühl sagt. ...der da jetzt irgendwie auf eine Lenkradhaltung mehr achtet oder... Ich finde das auch wichtig. Lenkradhaltung, weil die Autos stehen immer unterschiedlich da, vom Bordstein weg. Und dein Gefühl sagt mir... gutes Gefühl. Schön wäre es, wenn es rechts jetzt stehen bleiben. So. So, Handbremse noch anziehen? Genau. Wollen wir noch mal gucken rechts? Ja. Gut. 38,4 cm. Sehr gut. Okay. Toll.
Toll. Dann parken wir wieder aus und biegen nach links. Also die schickt uns heute, die Frau Prüferin schickt uns heute, obwohl die eigentlich sehr nett ist. Ja. Egi. Bester Betrieb. Na, Fischer Akademie natürlich. So, wo war's jetzt? Links. Links. So, und was ist das hier? Was meinst du? Hier, das Einbahnstraße hier. Aha, wegen der lachenden Tomate oder? Nee, Einbahnstraßenschild steht da. Ach so, und was? Ach, hier, das ist eine Einbahnstraße ja. Jetzt. Und das hier? Das grinsende Tomate, genau. Aha, und wo muss man sich da einordnen zum Abbiegen? Die grinsende Tomate. Ja, stimmt. Ich hätte mir die grinsende Tomate, die hat jetzt sowas von die gelacht. Die hat gelacht jetzt, gell? Hat gedacht, Mensch, die sind doch von der Fahrschule. Das ist doch die Maria. Die arbeitet doch im Büro. Ja, genau, im Büro. Ich bin kein Fahrlehrer. Im Übrigen grüßen wir mal hier gerade zu. Wer ist das? Ah ja. Unser Hans, Hans Thiers, einer der besten Kriminaloberrat. Den Hans, seinen Podcast haben wir ja auch noch, Gera statt Geflüster. Mhm. Und wen machen wir als nächstes? Sven, Ole, oder? Wie du willst. Und Thomas haben wir noch, Sven, Ole und Hans. Und haben wir noch einige. Josie haben wir noch. Ich habe aber Angst, dass sie sich kurzfristig dann doch entscheiden, die Spur zu wechseln. Deswegen warte ich immer gerne ab. Ja, das machst du schön. Bis die hier wirklich wegfahren. Der guckt nicht. Dreimal gegrüßt, dreimal hat der Hans mich nicht gesehen. Wer hat denn dich eigentlich gefunden? Die Nancy. Die Nancy? Mhm. Also die Frau Bratke. Also die, das war, das, ich sag mal, es war dann immer so Liebe auf den zweiten Blick. Auf den zweiten? Ich habe mich ja ursprünglich für BKF beworben damals. Also da war ja die Stelle nur für die Kerstin. Ach so, ach so. Ah. Und hatte mich da beworben, genau. Okay. Dann hat das ja nicht geklappt. Und dann hatte mich aber eine kurze Zeit später die Nancy dann angerufen, weil der Johann dann aufgehört hat, dass ich ihr halt noch im Kopf geblieben bin und ob ich ständig Lust habe, lieber jetzt im Nachgang, um Gottes Willen, das Beste, was mir passiert ist. Hm. Das muss man wirklich sagen. Also ich hätte mir... Wobei, für uns. Also so mit Kerstin, klar, ich könnte es mir gar nicht vorstellen. Also nee, das, so wie es gekommen ist, ja, das hatte schon alles so seinen Grund, glaube ich. Nee, das ist wirklich sehr gut so. Aber ich wollte sagen, dass als du dann da warst, ich das Gefühl hatte, wir fahren bei Grün. Mhm. Das ist aber ein gutes Gefühl. Das ist ein gutes Gefühl. Und dass du eigentlich schon immer da warst. Ja, schon über sagen, 30 ich Jahre. Ich habe ja fast. Aber ich habe mich schnell eingefunden, auch so im Team. Also es war jetzt gar nicht so. Bevor du geboren wurdest. Nee, das ist wirklich relativ schnell, aber du bist halt auch von deiner Art her. Auch so liebevoll ziehst das durch und manchmal kriegst du ja auch von den Schülern Geschenke, kommt ja auch vor, gell? Ab und an, ja. Schokolade. Also gerade wenn es dann wirklich so Fälle sind, wo man eigentlich schon fast damit abgeschlossen hat, dass derjenige eine Prüfung machen kann aufgrund behördlicher Sachen. Es gibt ja niemanden, der die Führerscheinstellen in Deutschland besser kennt als du. Ich habe ganz selten, wo ich denke, so, habe ich noch nie gehört. Also eigentlich hätte ich mich sag mal, so Führerscheinstellen in Deutschland, mit denen du Kontakt hast. Der driftet. Die du besonders so nett und sympathisch findest. Mach mal ein Kompliment an. Berlin auf jeden Fall. Mhm. Also Berlin, da gibt's, kriege ich immer eine Antwort. Also auch wenn da mal irgendwo, wo du denkst, so, da passt irgendwas nicht, du rufst an, schreibst eine E-Mail, kriegst sofort eine Antwort. Ja. Leipzig, auch ganz toll. Generell auch so die Baden-Württemberg, die Richtung. Sehr gefährlich hier, ne? Ja. Sehr gefährlich. Baden-Württemberg, die Richtung, die sind, muss ich sagen, also die im Süden sind teilweise echt ein bisschen entspannter. Echt? Als die hier im Osten, ja, muss ich sagen. Also gerade was auch so... Dann nach rechts? Prüfort, ne, was sowas angeht, da sind die gerade Schleswig-Holstein entspannt. Und Baden-Württemberg. Also die entspannt. Sind echt entspannt, was Prüfort Gera angeht, ja. Ja gut, die wissen das halt, dass wir das hier machen im Internat und dann funktioniert das. Ne? Das ist ja, auch irgendwie, ich grüße mal. Geradezu auf Bischofsschild. Rein damit. Die wissen das, wie wir das machen und dass man sich darauf verlassen kann. Ja, also das funktioniert sehr schön. Gut. So, wie würdest du es denn selber erstmal einschätzen? Schon gut, aber ich denke mal gerade so, was so Schulterblick angeht und Verkehrsbeobachtung, wenn man so noch nebenbei erzählt, wäre bestimmt. Aber ich glaube, so an sich an die Regeln habe ich mich gehalten.
Okay, also mit der Verkehrsbeobachtung hast du schon mal sehr gut eingeschätzt, auch mit dem Schulterblick. Hm. Vor allem beim Einparken, Verkehrsbeobachtung nach hinten, da hast du zwar über den Innenspiegel gemacht, aber halt dein Kopf hat sich nicht so gedreht. Nee, ich glaube gar nicht. Gell? Ja. Auch beim Ausparken nicht. Einbahnstraße. Ja, habe ich mich nicht links eingeordnet. Ja, aber einmal hast du dich zu zeitig links eingeordnet. Und zwar, wo das Parkhaus ist. Ja, ich weiß wo. Da, wo man so blöd gucken kann zum Rausfahren. Ja, genau. Richtig, ja. Ne? Wann beginnt denn da die Einbahnstraße? Ja, gute Frage. Ne? Die beginnt nach der Einfahrt oder Ausfahrt zum Parkhaus. Was ich danach habe ich mich zeitiger schon. Ah. Das heißt, wenn da jemand kommt, fährst du im Gegenteil. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das lernt er nie aus. Nee. Okay, zusammen mit der Verkehrsbeobachtung, die selten vorhanden war, mit dem späten Blinken, hätte es heute nicht gereicht. Was? Ich habe noch nicht ein einziger Mitarbeiter hat bei mir hier bestanden. Ich gebe meinen Beruf, schmeiße ich jetzt hin. Ey, das war so eine geile Fahrt. Aber einparken war gut, gell? Ja. Ich fand's super. Aber dein Gefühl einparken war gut zum Einparken. Ja, das war richtig gut, da hast du richtig rausgeholt. Aber ich muss sagen, bei mir zu Hause kann ich nur so einparken, deswegen bin ich da relativ geübt, weil ich jeden Tag so einparken muss. Naja, sehen wir uns in 14 Tagen wieder. Okay, dann machen wir das dann nochmal. Arme Maria. Ich hoffe jetzt nicht, dass du kündigst. Nee, alles gut. Ich wusste es ja. Aber trotzdem, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Wir leben noch. Ich wollte gerade sagen, wir haben keine Straßenbahn. Wir haben so schönere Fahrten. Ich wollte gerade sagen, ich sage nur Straßenbahn. Ne? Im Übrigen auch nochmal an die Community. Schreibt gerne mal rein. Findet ihr unsere Maria sympathisch?